Freunden erhalten. Aber das wissen doch nur du und ich, Jack. Niemand weiß etwas davon. Niemand. Und niemand weiß, dass ich heute hier bin, Colin. Ein NATO-General, der sich ein paar Stunden Schlaf in seinem Hotelzimmer holt. Colin, ich liebe dich. Und ich verlasse dich noch einmal. Und diesmal für immer. Die Zecke. Was? Die Zecke. Mein Verfolger. Er weiß Bescheid. Er weiß, dass ein Amerikaner hier war. Er hat dich gesehen. Er kann dich beschreiben. Colin, das könnte. Und damit tut er mir leid. Denn du hast mir gesagt, wo er wohnt. Wir haben ein Kind, Jack. Das glaube ich nicht. Was weißt denn du, Arschloch? Als du abgehauen bist, war ich schwanger. Wir haben einen Sohn. Wie heißt er? Nebliger Morgen. Nebliger Morgen? Du hast unseren Sohn Nebliger Morgen genannt. Was war falsch an Jack? Oh, das war falsch an Jack, du blöder Idiot. Du hast doch die Pille genommen. Ich hab dich angelogen. Ich habe einen Naturschwamm benutzt, aber der lief aus. Ein Kind braucht seine Mutter. Wo ist er jetzt? Er ist bei seiner Großmutter. Sie verwöhnt ihn. Mit Alkoholpralinen. Ein Bild. Was? Zeig mir ein Bild von unserem Sohn. Du hast gesagt, du liebst mich immer noch. Ich liebe dich immer noch. Dann kannst du mich nicht umbringen. Polly, wenn ich den Vorsitz erreiche, weißt du, was der nächste Schritt sein wird? Präsident. Der Präsident. Der Führer der einzigen Supermacht. Der mächtigste Mann der Welt. Der Welt, Polly. Glaubst du, dass ich mir so eine Möglichkeit vor Augen davor zurückstrecke, einen einzelnen Menschen zu töten? Liebe ist der Feind von Ehrgeiz. Diesen Entschluss habe ich vor 16 Jahren in einem kleinen Hotelzimmer gefasst. Jack. Wie gesagt, Leute sterben jeden Tag.